Willkommen zu einem weiteren Part von Prince of Persia, Part 11. Ja, und wir haben schon die 70%-Marke geknackt, meine Freunde. Habe ich gerade beim Speichern gesehen. Wir müssen jetzt hier an dieser Säule, glaube ich. Ja, genau. Wir müssen hier hochklettern. Wir haben ja im letzten Part mehrere heftige Kämpfe durchlebt und haben hier das erste Lichträtsel aktiviert in diesem Raum. Es geht noch weiter. Ihr seht, da sind noch mehr Spiegel dort. Dort irgendwo steht auch noch einer und hier irgendwo sind noch mehr versteckt. Ich glaube, weiter oben oder so. Wir müssen jetzt hier, wir haben diese Säule herausfahren lassen. Und an der können wir jetzt hochklettern, hier rüber. Und wir müssen jetzt hier einiges an Action machen. Ja, ich glaube, wir müssen hier jetzt rüber. Genau. Ja, ich versuche mich so gut es geht halt an daran zu erinnern, was man hier machen muss. So. Mit dem Bücherregal stimmt etwas nicht. Genau, hier haben wir jetzt so eine. Das gleiche Symbol wie auf der Säule. Bleibt dort, ich komme zu euch. Und hier haben wir jetzt den Spiegel. Den können wir nicht verschieben, den können wir nur drehen. Ich glaube, der muss so stehen, dass er dahin leuchtet. Das sehe ich. Der Klasse. Ja, Prinz, würdest du mal bitte. Prinz! Würdest du mal bitte weiterspringen? Jetzt hier hin. So, jetzt müssen wir wieder zur Leiter springen. Hat geklappt. Nächste Etage. Hier haben wir erstmal noch ein bisschen Sand zum Aufsaugen. Ich weiß nicht, gibt es sogar noch zwei? Zwei komplette Wolken? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir müssen jetzt hier, genau. Hier sind ja nicht umsonst diese Zangen. Ja, das Spiel sagt uns, wir sollen springen. Da seht ihr das Licht. Und hinter dem Licht seht ihr das zerbröckelte Band. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, wir haben hier vier Zahnräder, denen wir ausweichen müssen. Wobei immer zwei im Takt laufen, also es ist nicht so ganz so wild. Ja, meine Freunde. Nochmal mehr Energie für uns. Und da kommen noch mehr von. Also ich weiß, dass mindestens noch zwei kommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kommen auch noch mehr. Können auch noch drei sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich kenne das Spiel zwar sehr gut. Ich habe es, wie gesagt, sehr oft schon durchgespielt und so weiter. Und wie ich euch ja erzählt habe, im, ich glaube, vorletzten Part. Oder war es im letzten Part mit dieser Stelle in dieser Zisterne, diesem Reservoir, Wasserreservoir. So, hier. Was muss man hier nochmal machen? Aber hier, ich glaube, wir müssen. Ja, genau, wir müssen zur Mitte. Das ist nur eine Abzweigung. Genau, wir müssen hier hin. Da kommt nämlich das Licht. Ihr seht. Von oben raus. Wo kommt das Glühen her? Ja, da drüben seht ihr, da ist noch so eine Plattform. Da ist auch ein Spiegel noch irgendwo. Ja, wie gesagt, die Stärke und Schwerter haben hier nicht so eine Bedeutung. Ah ne, wir müssen das da hinschieben. Und wir müssen jetzt darüber, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war.
müssen wir jetzt hier? Ah. Ah ne, da sind ja schon genug Spiegel. Okay, dann dürfte das machbar sein. Okay, wir müssen... ein Stückchen weiter darüber, so. Ja, wie gesagt, Kletter-Action vom Allerfeinsten. So, noch da hoch. So, jetzt. Okay, so. Wir sind da. Hört euch das an. So. Was vermag die Vernunft im Vergleich zur Liebe? Liebe ist Leben. Wenn ihr leben wollt, sterbt aus Liebe. Sterbt aus Liebe, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Was will uns der Autor damit sagen? Ich dachte, es gefällt euch. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, findet ein Buch, das beschreibt, wie wir hier rauskommen. So geht das Spiel nicht. Spiel? Sie glaubt, das sei ein Spiel. Ja. Bleibt dort, ich komme zu euch. Wir haben den nächsten Spiegel aktiviert. Den Spiegel, der leuchtet jetzt das Licht irgendwie. Scheinbar noch nicht an die richtige Stelle, oder wie? So, wie war das jetzt? Wie geht das jetzt nochmal weiter? Ich glaube erstmal. Nee. Wir müssen jetzt, glaube ich, zu ihr runter, oder? Das geht natürlich nicht. Ich muss überlegen, Freunde, wie war denn das jetzt? Ah, ja, hier seht man, da müssen wir jetzt hin. Ah doch, die sind ausgefahren, die Plattform. Da sind jetzt Plattform ausgefahren. Über die wir jetzt... nein. Zu ihr rüberkommen. Und ja, es gab übrigens auch ein Lösungsbuch zu diesem Spiel. Auch auf Deutsch, aber es war leider Gottes unvollständig. Darum konnte ich auch mit Hilfe des Lösungsbuchs nicht alle Sandwolken finden. Nur mal zu, um das zu erwähnen. Erinnerst du dich über den Bücherregal? Oh, jetzt du ziehen schon. So. Und zwar. Was wollen wir jetzt noch mal machen? Wie war denn das? Ach, da ist ein Seil. Da ist ein Seil. Wie komme ich jetzt darüber? Sind tiefer? So, genau. Ja, ihr habt ja gesehen, da unten gibt es ja ein besseres Schwert nochmal. So. Ja, wir hatten ein sehr umfangreiches Rätsel hier mit allen möglichen Klettern und so weiter, Licht umlenken. Jetzt sind wir hier ganz oben, sehr schön.
Und hier müssen wir jetzt ein paar Wände durchbrechen. Hier ist ein Spiegel. Müssen wir bitte die Wand kaputt machen? So. Und hier ist ein Schalter. So, der macht uns hier einen Weg jetzt frei, weil wir jetzt darüber nochmal müssen. Und den einen Spiegel nochmal woanders hinschieben, weil wir müssen jetzt hier ja leuchten. Dann geht nämlich endlich die Tür unten auf. So. Und zwar diesen Spiegel müssen wir jetzt hier. Na. Ja, wie gesagt, Spiegelrätsel sind ja auch sehr beliebt bei den Entwicklern und so weiter. Und zwar müssen wir den jetzt wegmachen, dass das Licht natürlich von dem bis hier vorne. Achso, nee, wir müssen erstmal den wegmachen und dann den hier ranholen. Ich weiß gar nicht, ob die Plattform jetzt da unten aktiviert bleiben oder nicht. Nein, bleiben sie offensichtlich nicht. So. Ah ja, hier ist ja auch so eine Stelle. So, jetzt leuchtet das Licht hier rum. Um diese Ecke. Und einmal nach da unten. Wir kommen zum Schwert. Endlich. Ja, und ihr habt schon gesehen, wo wir runtergehen müssen. Und zwar hier. Auf diese Dings hier. Der Unterweg ist Gott sei Dank recht simpel. Gott sei Dank. So. So, wir haben jetzt ein neues Schwert. Ist wieder ein bisschen stärker, aber ja, es bringt nicht viel, weil ihr seht ja, ich mache immer diese Aufsaugeaktionen und das Schwert bringt die Gegner auch nicht schneller runter. Also. Hier ist ein Hebel. Was macht der? Der aktiviert diese Tür, okay. Ich glaube, diese ist nur dazu da, um falls die Tür irgendwie zugeht. Mann. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben dieses scheiß verfluchte Rätsel gelöst. Gar nicht mal übel. War hier auch noch irgendwo ein. Ah ja, okay, wir müssen wieder kämpfen. Ach ja, hier kommt ein weiteres interessantes Ding. Und zwar hier ein Art Planetarium. Ja. Wo es natürlich auch wieder darum geht, eine Tür zu öffnen. Ich glaube, hier ist nicht ganz ein langer Kampf. Der wird, glaube ich, etwas schneller vorbeigehen. Aber nichtsdestotrotz. Au! Ja, natürlich. Mann! Hallo! Hallo, würdest du mal bitte den Gegner aufsaugen? Danke. Natürlich. Zack, so, ja, noch weg. Ja, noch weg. Ja, noch weg. Warum hat er den jetzt wieder nicht aufgesaugt? Ja, ist klar. Ja, sag mal, hallo? Ja.
Ja, natürlich. Ja, ist klar. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh, wenn man in solche Fallen kommt, da hat man keine Chance mehr, ey. Warum steckt mir euer Schwert weg? Das werde ich immer wissen, ey. Wir haben es überstanden, Freunde. Sehr schön. Da ist ein Speicherpunkt. So. Ja, wir müssen jetzt hier rüber. Nach oben bewegen. Schaut, ob ihr einen Schalter findet. Was macht euch glauben? Egal. Okay, wir werden mal speichern. Sie geht jetzt durch den Spalter durch. Ja, das wird jetzt auch ganz lustig hier mit diesem Planetarium. Hier wollen wir auch eine Menge Schalter betätigen und die Planeten richtig anordnen und so weiter. Ja, wir wollen mal speichern. Hier ist ein leerer Speicherpunkt. Wieso? 69 hat eigentlich schon 70% irgendwo gelesen. Na, ist egal. Das ist im 69. Müssten wir jetzt bei 70 sein. Wahrscheinlich über 70. Ne, immer noch 69. Wieso? Noch nicht. Lasst mich erst auf die Plattform. Genau, das wäre sinnvoller. Und zwar... Jetzt hier diese Treppe bis jetzt hoch. Noch nicht. Ihr habt ja gerade in der Vorschau gesehen. Jetzt. Und jetzt fährt sie hoch. Und hier oben seht ihr die Planeten und so weiter. Da hinten seht ihr schon wieder eine Sandwolke. Sehr schön. Aber ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob da unten irgendwo eine... ich glaube, wir müssen hier lang, war. Ja, guckt euch das an, er hat mitten im Sprung, hat er einfach gedreht. Einfach mal so. Er hat sich einfach umgedreht. Würdest du mal bitte springen? Ich glaube, da unten wäre irgendwo noch ein Becken zum Trinken gewesen, aber ist egal jetzt. Prinz, würdest du mal bitte aufhören? Danke. Ja, den müssen wir natürlich so drehen, dass wir jetzt darüber kommen. Auf die andere Seite. Richtig. So, genau. Dann können wir jetzt von der Mitte aus nach da springen, wo der Schalter ist. Andersrum, Prinz, bitte.
jetzt müssten wir... Genau. Da lang kommen. Und diesen Schalter betätigen können. Und der sollte uns die Tür da unten öffnen. Genau. Das Tor ist offen. So. Ich komme! Und hier haben wir Gegengewichte, die das Ganze... Ja, hier ist der Schalter, den sie immer zu betätigt hat. Ist hier irgendwo was zu trinken? Nee, wa? Aber ich glaube, da drüben wäre irgendwo was gewesen. Komme ich da jetzt noch hin? Nee, da kommt ja nur sie durch den Spalt. Verdammt. Da, hier ist hier ein Spalt für sie, glaube ich. Lasst uns erst den Korridor überprüfen. Na gut, ihr nehmt den Spalt. Bis gleich. Ja, irgendwie erscheint sie jetzt hier ganz weit oben. Ach, da ist was zu trinken. Ehrlich. Versuch den Hebel doch. Ja, komm schon, willst du nur, dass er da oben ranspringt, ja. Dann trinken wir erstmal hier einen Schluck. Und ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal... Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Hallo? Das gibt's ja gar nicht, ey. Oh, wie viel Schaden die Säbel machen, ey. Au! Hallo! Sag mal... Er hat's geschafft, Freunde. So. Meint ihr, ich kann drüber? Na hier. Versucht's. Was kann schon passieren? Geht doch. Sie können da abrutschen, runterfallen und sich sämtliche Knochen brechen. Hier müssen wir wieder... Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig rübergehen, so. Ja, hier wird schon etwas knifflig mit vorsichtig. Zack, so. Okay. Was haben wir hier? Mal gucken. Ich treffe euch auf der anderen Seite des Tors. Vorsicht! Ihr solltet aufpassen. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Ich bin ausgewichen. Natürlich. Wir müssen natürlich wieder kämpfen. Geier, ja, alles, was dazugehört. Beim nächsten Checkpoint machen wir wieder, beenden wir den Part. Schöne Ausrede für dich, nicht kämpfen zu müssen, gelle. Hier die ganz fetten. Ja, wie gesagt, im Grunde, in diesem Spiel gibt es eben keine starken oder schwachen Gegner, weil wir im Grunde alle mit der gleichen... Mit der Kombo. Besiegen kann, außer wenn sie natürlich weggehen, dass man sie nicht aufsaugen kann. Ich meine sicher, sie machen sicher so und so viel mehr Schaden oder so. Und es gibt natürlich den... Oh, sag mal, ey. Okay, waren schon alle. Nett. Sehr nett. Ja, ich werde jetzt den Part beenden und dann reden wir im nächsten Teil über die noch weiteren erschienenen Prince of Persia Spiele, die nach dieser Wiederbelebung mit diesem Teil hier der Serie erschienen sind. Leider ist die Serie auch schon wieder beendet worden inzwischen natürlich, weil jetzt Ubisoft
diese blöde, blödsinnige Assassin's Creed-Reihe pusht ohne Ende. Aber da spreche ich im nächsten Part drüber, meine Freunde. Ja, nichts gegen Assassin's Creed. Ich habe es auch gespielt und ja, es hat seine guten und schlechten Seiten, aber ich finde, die Serie hat schon inzwischen zu viel Spiele, aber dazu im nächsten Part mehr. Und vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen, meine Freunde.